Hier ist wieder euer Lime and Bees. Herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute wollen wir uns ein Bike ausleihen. Ja, jetzt schauen wir mal, sollen wir die ZX-10 nehmen oder eine 650er oder laufen wir mal hier noch rüber. Ich würde sagen, wir nehmen das Trendy Bike der letzten Jahre, die Z900, und stellen euch die Z900 jetzt mal vor und schauen mal, ob sie das, sagen wir mal, hält, was man verspricht. Ja, es ist ja wirklich das Bike der letzten Jahre, sieht auch totschick aus. Ja, wir könnten auch die von hier oben nehmen, vom Podest. Die Frage ist nur, wie kriegen wir die hier runter? Ja, okay, nee, wir nehmen natürlich einen Vorführer. Und hier sind wir im Coverdrom in Hockenheim, ja, unser Coverhaus. Und dort leihen wir jetzt die Maschine aus und sehen uns jetzt gleich am Bike. Viel Spaß euch! Hier ganz kurz schon das Modell 2024 mit neuer Farbe, in neuem Glanz, in Rot. Ja, aber wir nehmen jetzt das 2023er Modell und prüfen sie mal auf Herz und Nieren. So Leute, jetzt testen wir mal die Z900 Trendbike der letzten Jahre. Also der erste Eindruck, wirklich gut. Wirklich super, also schön aufrechte Sitzhaltung, Sitzbank sehr bequem, die Schaltung auf den ersten Metern echt top. Und jetzt würde ich sagen, holen wir uns mal die ersten Eindrücke und wir hören uns dann gleich wieder. Okay Leute, dann halten wir jetzt mal kurz an und dann gehen wir mal ganz kurz die technischen Daten durch, bevor wir dann das Fahrverhalten testen, ja? Also, dann schauen wir uns mal die technischen Daten an. Also, jetzt das herrliche Stück hier, die Z900. Fangen wir erstmal an mit den technischen Daten, damit du mal so die technischen Daten wisst. Wir haben ja das ganz neue Modell, Baujahr 2023. Die Maschine hat 125 PS bei 948 Kubikmeter Hubraum, also richtig schön auch Dampf drin. Wiegt 212 Kilo fahrbereit. Die Sitzbankhöhe liegt bei 82 cm, also optimal für meine Größe, 1,70 Meter, aber auch für etwas größere Leute noch super geeignet. Ja. Dann haben wir einen 17 Liter Tank. Es heißt 5,7 Liter auf 100 Kilometer. Ich kann dazu leider nichts sagen, weil ich die Maschine ja nur zum Testen oder zur Probe fahre hier, auch für die Vorstellung. Wir haben natürlich einen flüssigkeitsgekühlten Vierzylinder-Viertakter drin. Die Newtonmeter liegen bei 98,6 bei 7700 Umdrehungen. Also relativ niedriger Drehzahlbereich, wo dann auch das Maximale an Newtonmeter, und 98 ist wirklich ordentlich. Ja? Also da muss man nicht arg runterschalten, sondern kann dann auch im etwas höheren Gang mal durchdrücken und dann kommt da ganz gut die Maschine. Höchste ist bei 9500 Umdrehungen, also so 10.000, wenn ich das so schaue, 10.5 fängt der rote Bereich an. Also so maximal 10.000 ist, denke ich mal, auch ganz gut der Durchschnitt. Der Preis für die Maschine beträgt in dieser Ausstattung 10.695 Euro. Da gibt es dann noch die andere Farben, da kann sein, dass sie 100 mehr kostet. Was richtig interessant ist, wenn man das SE-Paket nimmt, da sind dann noch Brembo-Bremsen dran, andere Stoßdämpfer, Gabeln vorne und der Öldruck hier hinten zum Verstellen ist von Öhlins dann. Das heißt, auch hier kann man dann noch ein paar Sachen verstellen. Kostet laut meinem Coverhaus so um die 2000 Euro Aufpreis. Ja. Also alles in allem richtig schöne Maschine. Wir fahren sie jetzt mal. Die ersten Meter waren ja schon richtig gut, aber jetzt fahren wir sie mal und gucken mal Kurvenverhalten, Handling, ja, wie verhält sie sich und dann natürlich auch die Beschleunigung, wie zieht sie durch, wie sind die Bremsen, wie ist die Kupplung. Ich erwarte, also die ersten Meter haben schon zumindest mir mal gesagt, Kupplung, Schaltung, Cover-like, ja, also wirklich wie gewohnt. Top. Aber jetzt fahren wir sie mal und gucken mal, wie sie so in den Kurven ist und wie sie sich so verhält. Und dann
erzähle ich euch noch, was für Extras das gute Ding hier hat. Ja? Okay, also viel Spaß. Jetzt haben wir die technischen Daten gesehen. Und jetzt würde ich sagen, jetzt testen wir sie mal auf Herz und Nieren, was sie so in den Kurven kann, wie das Verhalten ist, das Handling ist. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an und fahren mal ein paar schöne Kurven und dann hören wir uns gleich wieder. Ja, jetzt gucken wir mal kurz die Beschleunigung vom vierten Hoch an. Zieht schon super hoch, ja, also da merkt man auch die Kubik schon, die 948, also richtig schön, man muss also gar nicht so hoch drehen, also richtig toll, einfach durchdrücken, ja, so bei 4000 und dann marschiert die schon richtig druckvoll, richtig schön harmonisch hoch, ja, auch durch die Drosselklappen, Doppeldrosselklappen, da sage ich nachher noch ein bisschen was dazu, ja. Also Beschleunigung, Test, schon mal richtig gut aus. Super. Gut, jetzt gucken wir mal, was die Kurvenlage angeht. Ja, meine Lieblingskurve hier, die fahre ich zu gerne. Mal schauen, ja, was sie da so auf die Beine stellen kann hier, die Maschine. Ja, also, jetzt fangen wir mal die Kurven an und schauen mal, wie sich verhält in den Kurven. So, jetzt einmal ab geht's. Und zweimal ab geht's. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, Feeling, klasse. Und jetzt meine Lieblingskurve hier. Super Kurve. Also Kurvenverhalten, Handling in die Kurve, klasse. Richtig gut, richtig gut. Bin begeistert. Für Naked Bike, also ist ja keine Supersportler, aber richtig sportlich, richtig sportlich. Dann haben wir noch die aufrechte Haltung, ja, sieht man jetzt mal von der Seite auch. Hatte ich ja schon gesagt, Fahrkomfort wirklich toll, aufrechte Haltung, klasse, lässt sich wirklich toll fahren, richtig gut, bequem einfach, bequem. Okay, jetzt gucken wir mal das Handling, also von links nach rechts schwingen, also auch spielerisch leicht bei der Maschine. Fast schon wie ein Spielzeug, Spielzeug hört sich jetzt blöd an, aber wirklich sehr, sehr leicht zu handeln, ja, auch nicht nur die Kurven reinzulegen, haben wir gerade gehabt, also da lässt es sich sehr leicht ablegen und abdrücken, aber auch das Handling links, rechts und so weiter, richtig toll. Gut, also wir haben ja hier ein Naked Bike, also keine Supersportler. Und ich muss ehrlich zugeben, also richtig toll zu fahren, auch sportlich zu fahren. Natürlich, logisch, muss man immer wissen, was für ein Bike möchte man, was will man sich kaufen, was will man mit dem Bike machen. Will man längere Touren fahren, will man jetzt wirklich nur sportlich mit 250 um die Ecke kurven, ja. Da gucken wir jetzt gleich nochmal, was die Geschwindigkeiten, die höheren Geschwindigkeiten, also natürlich merkt man, dass man kein richtiges Frontschild hat, das merkt man selbstverständlich vom Wind, ganz klar, aber ja, es ist sehr, sehr gut zu fahren, also das Motorrad ist sehr gutmütig, Cover-like, sage ich jetzt schon, also auch was die ganze Schaltung, Kupplung, Getriebe und so weiter angeht, ja, bin ich es nicht anders gewohnt als Kawasaki, immer führend und auch diese Maschine führend. Was mir nicht so gut gefällt bis jetzt, ist der fehlende Quickshifter. Also hier sollte Kawasaki einfach nochmal 500 Euro von mir so auf den Preis draufschlagen. Wir haben ja gehört, so 10.600 kostet die Maschine. Der macht lieber 11.500 draus und baut den Quickshifter ein. Also das fehlt mir so ein bisschen bei der Maschine, das ist so ein kleines Manko. Aber ansonsten vom Fahren her richtig toll, richtig toll. Richtig Dampf im Kessel, super Kurvenwald, super Handling und die anderen Merkmale, Cover-like, heißt also Qualität, Qualität, sehr weich, ja, sehr harmonisch.
Also richtig schön zu fahren, das Bike. Ja. Toll. Also nicht umsonst Trendbike der letzten Jahre, nicht nur in der Kawasaki-Familie, sondern eben allgemein bei den Motorrädern sehr beliebt. Und jetzt wundert es mich auch nicht mehr. Also echt toll. Macht Spaß. Macht echt Spaß, das Bike. Super. So, jetzt haben wir höhere Geschwindigkeit, also so 150. Ja, hier merkt man natürlich schon das fehlende Schild, ganz klar. Ja, also da bläst dann schon ein bisschen der Wind um die Ohren. Ja, also 250 kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, man kann sich zwar auch ein bisschen noch runterlegen, aber es gibt ja auch ein Frontschild, Windschild für die Maschine. Sieht dann aber vielleicht nicht ganz so toll aus. Ja, also für hohe Geschwindigkeiten, ja, ist natürlich einer meiner Supersportler natürlich besser, ja, aber trotzdem super. Gut, also Nils, jetzt haben wir mal so eine Probefahrt mit der Z900 gemacht. Ich habe euch ja auch gezeigt, das Handling und so weiter. Jetzt möchte ich euch noch ein bisschen über die Sonderausstattung was sagen und dann machen wir Schlussfazit, was so mein Resümee der Maschine oder der Fahrt war. Also, die Maschine hat noch KTRC drin, das heißt Traktionskontrolle bis 3 einstellbar, also 0, 1 und 2 eher für die sportlichere Fahrweise. Und bei 3 kann man es dann eben einstellen, wenn es ein bisschen rutschiger mal ist, ja, dass das Hinterrad dann eben nicht durchdreht. Dann hat es ein Doppeldrosselklappensystem, jetzt haben wir es, das eben dazu dienen soll, harmonischeres Hochbeschleunigen etc. und so weiter. Anti-Rutschkupplung bedeutet, dass durch die Motorbremse ein Stempeln des Hinterrades vermieden wird. Natürlich hat die Maschine ABS, ist ja logisch. Dann hat es noch einen Power-Modi drin. Den kann man auf Low oder Full einstellen. Full ist 100% Leistung und Low ist dann bei 75% Leistung. Also in der Regel wird man wahrscheinlich bei Full fahren, außer man ist zum Beispiel Fahranfänger. Dann kann man das durchaus auch mal auf Low einstellen. Ja? Dann gibt es eben noch Konnektivität mit dem Smartphone, was man anschließen kann. Richtig gut. Eine Economy-Anzeige gibt es noch, also um dann eben das sparsame Fahrenden auch anzeigen zu lassen. Dies kommt mal ein bisschen näher, dann gucken wir uns mal das Display noch an. Ich hatte es vorher während der Fahrt schon mal ein bisschen erklärt. Ja, man sieht also hier oben der Drehzahlmesser, hier die Ganganzeige, hier Road oder Sport, also hier kann man noch den Modi einstellen. Hier dann eben Tankanzeige, Tageskilometerzähler, Temperatur. Hier gibt es dann eben Durchschnittsverbrauch, Reichweite, wo man einstellen kann und die Uhrzeit. Also sehr übersichtliches Display, also richtig gut gemacht. Und hier unten dann eben die Warnhinweise, die Warnlämpchen, wo man ja hofft, dass die nie angehen. Gut, also Leute, Trendy Bike, die letzten Jahre Z900. Ich muss ehrlich zugeben, ein richtig tolles Bike. Ich komme ja eher von der Supersportler oder dann eben auch von der Sporttour von meiner Ninja 1000 SX. Aber dieses Bike ist richtig toll und zwar in Sachen Komfort, Fahrverhalten. Man sitzt sehr aufrecht drauf. Ich kann ja vielleicht noch mal kurz drauf sitzen. Hat man ja aber auch im Video gesehen. Ja. Also man sitzt dann eigentlich auch schön aufrecht auf der Maschine. Richtig schön. Und ansonsten die gewohnten Qualitäten Handling, top, wirklich top, Kurvenverhalten, man kann sie richtig schön auch runterlegen. Das gewohnte Cover, Bremsen, Schaltung, Kupplung, alles butterweich, sehr leicht zu bedienen, richtig, richtig toll. Aber das bin ich von Kawasaki von der ersten Maschine an schon gewohnt. Also richtig, richtig tolles Bike. Ich hatte auch vorher während dem Fahren mal kurz erzählt, es ist immer die Frage, für was sucht man sich ein Motorrad oder für was kauft man sich ein Motorrad. Ne? Will ich eher immer schnell fahren, dann muss ich Richtung Supersportler. Möchte ich auch mal chillig fahren oder dann eben auch längere Touren, dann ist hier so ein Bike wie die Z900 optimal und prädestiniert. Und es ist immer die Frage, was man machen möchte. Ja? Oder man geht auf eine Chopper. Das ist natürlich auch immer ein Stück weit Geschmackssache. Ja? Für ein bisschen über 10.000 Euro die Maschine ist es auf jeden Fall wert. Richtig, richtig tolles Bike. Und ich wundere mich nicht, dass es ein Trendbike geworden ist. Sie sieht schliffig aus, sie sieht toll aus. Und man kann richtig toll auf der Maschine fahren. Bequem, aber auch sportlich. Ja? Sie hat auch richtig Dampf drin, ja? Durch ihre Kubik auch und 125 PS. Da
ist denn auch schon mal richtig was geboten, wenn man denn auch mal runterschaltet. Was mir nicht so gut gefällt, hatte ich glaube ich auch im Video mal erwähnt, also bei einer Fahraufnahme, mir fehlt hier der Quickshifter. Ja? Das ist so, das gehört eigentlich noch in diese Maschine auch rein, ja, weil diese Reibungsverluste beim Hochbeschleunigen ist einfach ein bisschen nervig. Ich bin es jetzt gewohnt, einfach mit den Quickshifter, mit meiner ZX6 und auch mit meiner 1000 Ninja 1000 SX. Das ist einfach eine schicke Sache, der Quickshifter. Das sollte sich Kawasaki überlegen, ob sie dieses extra, haut noch 500 Euro drauf auf die Maschine und macht einen Quickshifter rein. Und dann hat man so ziemlich ein perfektes Bike für jedermann, für nicht nur für den normalen Gebrauch, sondern auch für Touren, Urlaube etc. Also, 3 Daumen hoch für die Maschine Z900. Danke nochmal ans Kavadrom in Hockenheim, dass sie mir die ausgeliehen haben zum Testen und auch euch vorzustellen. Vielen Dank nochmal. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, denkt immer dran. Immer oben bleiben. Bye, bye.